So, Leute, ich bin wieder da. Im Hexet hat sich gerade aufgehangen. Nicht so schlimm. Aber egal, wir sind jetzt wieder dabei. Und wir waren gerade am Ordnen oder sonst was am Tun. Und am Verkraften haben wir was probiert. Oder sonst was. Ich sortiere jetzt erstmal das hier. So. Moment, was war das hier gerade im B noch? Das kann ich erstmal dazu ordnen. Bullets will ich hier... Nee, die kommen nach hier. Da ich eh keine Waffe dabei habe, kommen die auch hinten wieder in die Truhe rein. Die Holzachse kann nie schaden. Zack, nach da kommt das Ganze. Die brässischen Bullets. Und ich würde sagen, dann gehe ich jetzt erstmal raus. Denn ich will hier erstmal unten nichts mehr tun. Ich habe jetzt ein paar Steine, die werde ich jetzt setzen und... Habe ich gerade schon erwähnt, ich habe das Gefühl, ich habe Alzheimer. Ob ich jetzt Musik im Hintergrund laufen habe oder habe ich das nicht gesagt? Zumindest haben wir jetzt Musik im Hintergrund laufen. Okay, ja. So, wir werden wahrscheinlich never mit dem wenigen Stein, das wir jetzt mehr haben, die Wand fertig bekommen. Ich würde aber jetzt gerne an ein paar Stellen einfach nur zerhör ziehen können. Ich würde sagen, überall auf zwei oder sagen wir überall auf drei oder überall auf einer Höhe reicht. Ah, ich will sie einfach hoch genug jetzt haben, dass es auch gut aussieht. Aber ich will jetzt auch mal richtig anfangen, was zu bauen. Das ist doch ewig langweilig, wenn ich jetzt hier seit ewigen Folgen an so einer hässlichen Mauer dranhänge. Oder unterirdisch fahren bin, damit ich besser diese Mauer bauen kann. Letztendlich hänge ich dann doch auch an dieser Mauer, oder nicht? Wie seht ihr das? Schreibt es in die Gedanken. Das weg. So hin. Okay, jetzt könnte ich hier wieder weiterbauen. Ich laber Scheiße. So. Ja, wir müssen jetzt nur bis da hinten bauen und das kann seine Zeit dauern. Und ich will wirklich langsam mal richtige Sachen bauen, also richtige Häuser etc. Aber das Ganze ist ja auch Hexit. Und Hexit ist ja eigentlich nicht direkt so fürs Bauen gedacht, natürlich auch. Weil es ja zu Minecraft gehört, aber Hexit ist natürlich die Erweiterung für Survival und hier Kämpfen und sonst was. Und das ist ja genau das, was ich gerade leider nicht tue. Weil ich mich einfach nur ganze Zeit mit diesem Bauen hier beschäftige. Und ich denke, das möchte ich auf jeden Fall hier noch ändern. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Aufnahme noch was anderes machen werde. Ich hoffe es natürlich. Ich wollte auch nochmal in diese andere Welt, in die... Twilight-Welt, genau, Twilight. Ich habe mir da eine Eselsbrücke, dass ich auf Twilight komme. Und zwar hier, ne? Bella und Stella. Und da, wie die heißen. Edward und Bella. Hier, wisst ihr schon, ne? Hier, Twilight. Mit Twilight-Welt, was sonst außer. Ne? Ich habe jetzt wichtige Sachen dabei. Und genau das ist der Grund, warum ich auch keine Axt habe. Und doch natürlich kein Eisen mit. Ich habe doch immer Eisen mit. Wieso habe ich mir kein Eisen mit? Ich bin scheiße. So. Ich gehe zurück. Und ich glaube, ich mache jetzt erstmal was Terraforming. Zumindest sah es gerade so aus, als müsste man hier noch was ändern. Aber ich hole mir erstmal Eisen unten ab. Man weiß nie, wozu man das später braucht. So. Eine Schaufel habe ich ja noch. Und wenn, habe ich jetzt ja Eisen, um mir was Neues zu craften. Ja, ich spreche heute sehr deutlich. Fällt euch vielleicht auf. Muha. Naja. Und wieder hoch. Lauf. Welches Wort endet auf Lauf? Nudel, Auflauf. Naja. Hier haben wir schon relativ viel gebaut. Auf der Seite sieht es cool aus. Nur dieser Berg hier ist was unnötig. Also dieser Mini-Hügel. Dafür sind diese Schlitze hier unnötig. Und da muss man auf jeden Fall was ändern. Und ich drücke mal kurz B, weil ich insgeheim hoffe, dass ich... Nein, habe ich natürlich nicht was mit habe, um jetzt hier das hier zu vergrößern. Die Laterne. Weil die Laterne ja damit auch eine Etage sozusagen abfällt. Lol.
Ich habe ein Pferd gehört, ich habe ein Pferd gehört, ich habe das Pferd gehört. Yeah, okay, ich höre lieber damit auf mit diesem ich habe das Pferd gehört und ich baue, glaube ich, doch wieder Erde hin, denn das war eine dumme Idee, hier alles abzubauen. Ja. So, hier erstmal das zumachen. Redstone habe ich genug, deshalb werde ich mich hier nicht an diesem Redstone da unten begnügen. Was ich auch andauernd mittlerweile wahrscheinlich schon angesprochen habe und auch noch ansprechen werde. Viele Leute sagen, ich klinge so ein bisschen wie Gronkh, dass ich so rede, was für Sachen so betone. Ich mache das echt nicht absichtlich. Okay, manchmal mache ich das absichtlich. Nein, eigentlich mache ich das nicht absichtlich. Manchmal betone ich einfach nur absichtlich. Und ich weiß halt, dass Gronkh es so betont, aber ich betone es nicht absichtlich so, weil Gronkh es so betont, weil es einfach lustig ist, es so betonen. Oder wenn man vorliest, einfach so mal anders vorzulesen oder mit irgendeinem Akzent. Also das hat nichts Besonderes mit Gronkh zu tun. Und wenn ich mich einfach so wie Gronkh anhöre und einige Leute mich sogar schon mit Gronkh verwechselt haben, als sie auf ein Video von mir geklickt haben, tut es mir leid. Es tut mir so endlos leid. Nein, eigentlich nicht. Aber ich kann einfach nichts tun, so bin ich halt. Und wenn Gronkh irgendwann mal in die Rente geht, hier, ich biete mich gerne als Gronkh 2.0 an. Ich bin dann natürlich dann dabei und ersetzt den dann, wenn ihr wollt, ne? Ich schreibe den Gronkh jetzt auch bestimmt mal an, so, hey Gronkh, hast du eine Idee, was passiert, wenn du Rente gehst? Soll es Gronkh weiterhin geben, also den Kanal, ich würde ihn übernehmen, so. Ich schreibe den einfach an, mal gucken, ne, passt schon. Der wird da überhaupt nicht irgendwie sauer sein oder gekränkt, wenn ich ihn direkt auf Rente anspreche, so, auf sein Alter. Ihr wisst schon, sagt Gronkh ja auch relativ häufig, aber es ist halt so, ich bin halt nicht so gut, in mich auszudrücken, und zumindest denke ich, dass ihr mich dann nicht versteht, und deshalb, sage ich einfach, ihr wisst schon, nach der Hoffnung, dass ihr mich dann eben doch versteht. Versteht ihr? Nicht? Okay. Irgendwie sieht das hier auch falsch aus. Dann muss ich die Treppen auch viel besser bauen. Das sieht einfach so kacke aus. Hier erstmal Erde anschütten. Holen wir den Bagger und schütten wir Erde an. Habt ihr früher eigentlich mit Baggern gespielt, als ihr klein wart? Habt ihr das? Ich habe mit Baggern gespielt. Das war jetzt nicht so richtig. Einfach mit anderen grundsätzlich Wagen. Aber speziell, ja, nicht speziell mit Baggern, aber auch Baggern. Man bekommt halt Bagger geschenkt, aber... Habt ihr mit Baggern gespielt? Ja, bestimmt, oder? Dumme Frage, habt ja jeder hat einen Baggern gespielt. Außer ihr seid jetzt Mädchen. Mädchen sind übrigens auch bei uns immer willkommen. Also auch wenn mal eine Idee, hier komm, lass mal zusammen was aufnehmen. Hier, und ihr seid Mädchen, ihr habt einen riesen Bonus bei uns, also. Weil Let's Player, weibliche Let's Player sind so gut wie null vertreten. Und deshalb freut sich eigentlich jeder Let's Player, wenn man eine Nachricht von einem weiblichen Let's Player bekommt. Und ja. Keine Ahnung, wie ich da gerade drauf gekommen bin. Ja. Yeah. Yeah. Mein Plan ist es jetzt noch genug vorzuproduzieren. Ich weiß, ich habe das Gefühl, habe ich das schon mal gesagt oder denke ich nur? Oder habe ich mir vorgenommen, das zu sagen? Ich weiß es nicht. Zumindest habe ich mir vorgenommen zu sagen, dass ich 1,5 Stunden heute aufnehmen kann, damit ich bis Anfang August genug Videos produziert habe. Denn ab Anfang August hatte ich vielleicht vor, eine kleinere Neuerung zu machen, dass ich vielleicht dann doch noch ein paar mehr Videos hochladen kann. Wobei, ich habe jetzt ja auch schon teilweise 2 Videos am Tag hochgeladen. Das ist eigentlich schon relativ viel für meine Internetverhältnisse. Es ist nur so, wenn man halt relativ viel aufnimmt, dann und die regelmäßig dann auch oder auch relativ viel dann hochlädt, dann hat man halt relativ lange Zeit nichts zu tun mit Let's Playen und sonst was. Und deshalb kommt man dann vielleicht mal auf die Idee, dann sich vielleicht doch ein neues Let's Play zu suchen. So war es halt bei mir Harry Potter. Falls ihr euch fragt, wieso habe ich gerade Harry Potter gespielt, dieses kleine Opfergame. Ah, Harry Potter ist einfach Killer. Genau, ich habe das Gefühl, es wird langsam Nacht und ich jetzt weiter baue, bis die Zombies kommen. Oder ich dieses Schaf hier angucke. Gehe ich schnell in mein Bett in der obersten Etage rein. Etage. Wir gehen in die Etage. Aus diesem Baum möchte ich auch noch was Besonderes machen, aber... Oh, ich habe noch so viel vor und ich schaffe das alles gar nicht. Seit wann spiele ich jetzt ein Hexit? Seit
März, April, April glaube ich, oder? Seit April spiele ich Hexe, seit dem 1. April. Ja, April war dann ein Monat nur Hexet, oder? War das nicht irgendwie so? Wir haben jetzt hier schon fast August. Juli haben wir, sollten wir haben. Ja. Und ich meine, hier haben wir noch eine Höhle. Haben wir die fertig erkundet? Ach ja, das, ja, wir haben jetzt einfach fertig erkundet. Beim Häuserbauen werden wir draufstoßen. Und ich spiele seit Juli und guckt euch das an, wir haben eigentlich noch gar nicht so viel geschafft. Ich meine jetzt ganz grob betrachtet. Wir haben schon einiges geschafft, wir haben hier eingenommen und so weiter, aber von dem, was man gebaut hat, guckt euch das an, wir haben eigentlich nur das hier eingenommen, das sieht aus wie am Anfang. Eine halbe Wand hier drum gezogen. Was haben wir noch gemacht? Ein bisschen was eingenommen und kein Gegner, keinen großen Gegner bisher besiegt. Ich meine, gegen Battle Tower Golem haben wir übertrieben verkackt, in dieser anderen, in der Twilight-Welt haben wir übertriebenes verkackt. Ich meine, wir haben es einfach nicht drauf. Ich weiß nicht, wieso ich in wir rede und euch einbeziehe. Eigentlich habe ich es nur nicht drauf. Aber das hier ist alles so uneben. Man müsste das eigentlich alles auf eine Ebene bringen. Jetzt sieht das hier so aus wie, keine Ahnung, Hoppingen oder sowas. Also was kann ich auf jeden Fall schon mal anschütten hier. Ah ja, wo kann ich jetzt noch was wegnehmen? Hier ist es relativ hoch, aber das ist dieser Ort von eben und da habe ich halt schon gebaut, richtig. Ah, das ist kompliziert. Ich will auch nicht zu viel wegnehmen, aber auch nicht zu viel wieder hinsetzen. Wobei ich hätte schon gerne einen geraderen Ort einfach nur. Oder einfach einen abfallenden Ort. Das ist immer, also dass es immer weiter nach oben geht, bis man in der Burg ist. Also von der äußersten Mauer aus her gesehen. Naja, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Erde, um dieses Loch zu stopfen. Ihr denkt gerade nicht zweideutig, oder? Das ist gut, das ist sehr gut. Ja, ja, ein alter Klassenkamerad hat mir beigebracht, zweideutig zu denken. Ich bin ja nicht ganz gerade froh darüber. Nein, was hat beigebracht? Ich würde sagen, jeder hat seine Zeit, wo man zweideutig denkt. Bei egal was man sagt, irgendwas, irgendwer denkt immer zweideutig. Macht die anderen drauf aufmerksam. Ja, genau. Mein Anfangshaus, yay. So wunderschön sieht das aus. Die Göttlichkeit in Person. Rein theoretisch könnten wir hier auf der Seite alles abheben. Hier geht's ja nur, hier ist ja nur der Bereich von den Bäumen, wo es hochgeht. Etwa, was habe ich hier gerade rausbekommen? Cotton. Irgendwas habe ich gesehen, was man mit Cotton machen konnte. Wozu braucht man aber Cotton? Oder hatte ich Cotton gehabt und habe überlegt, was man damit machen kann. Irgendwas sagt mir das zumindest. Irgendwas wollte ich mir damit machen oder sowas halt.